Dass ich einmal bei diesem Bild ankomme, habe ich am Anfang dieser Geschichte nicht geahnt. Denn begonnen hat sie mit der Borke, meiner Lieblingsschokolade aus der Berliner Konditorei Hammann. Ich komme hier öfters vorbei. Nicht nur wegen der Schokolade. Ich mag auch den alten Laden, der im Originalzustand aus den 1920er Jahren erhalten ist. Durch Zufall hatte ich einmal erfahren, dass das Geschäft vom Schweizer Künstler Johannes Itten gestaltet ist. Ich kannte Itten als abstrakten Maler. Wie kam er zu einer Berliner Konditorei? Als ich anfing zu recherchieren, folgte eine weitere Überraschung. Zwei Häuser weiter, gerade um die Ecke, hatte Johannes Itten eine eigene erfolgreiche Kunstschule geführt. So begann eine Erkundungsreise, die immer neue Wendungen nahm. Hier ist der Meister selbst. Ein Dorfjunge. Ein Pionier der Avantgarde. Ein Erneuerer der Kunstpädagogik. It's about you and who are you and what do you mean? Ittens Farbenlehre ist heute ein Klassiker. Bestimmte Menschen fühlen sich auch zu einem bestimmten Farbklang gerne hingezogen. Johannes Itten brachte vieles in Bewegung. Schwingen und so schwingen, so schwingen, so. Und Johannes Itten war in den Gründungsjahren der weltberühmten Bauhausschule eine zentrale Figur. Das ist der Farbstern, eine zweidimensionale Darstellung einer Kugel. Die erste Illustration Ittens zu seiner Farbenlehre, die am Bauhaus entstand. Ich bin im Bauhausmuseum in Weimar. 1919, gerade nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wurde in Weimar, dem Sitz des ersten deutschen Parlaments, diese revolutionäre Kunstschule ins Leben gerufen. Der Gründer, Walter Gropius, berief anfangs nur 4 Lehrer an die Schule. Einer von ihnen, Johannes Itten, damals gerade 30 Jahre alt. Eines von Ittens Werken ist auch das erste, was ich in der Vorhalle des Museums sehe. Der Turm des Feuers. Zum Bauhaus, wie wir es heute kennen, passt es aber gar nicht. Bauhaus steht ja vor allem für einen Stil, der hier entwickelt wurde. Minimalistisch, rational und sachlich. Er prägt bis heute die moderne Ästhetik. Von Möbeln und Alltagsgegenständen bis hin zur Architektur. Doch wenn ich mich hier im Museum umschaue, sehe ich auch sonst nicht viel vom typischen Bauhausstil. Sie sind mit Sicherheit sehr überrascht, weil wenn man Bauhaus sich klar macht, denkt man in der Regel an Stahlrohr, man denkt an den rechten Winkel, man denkt aber nicht an diese frühe Phase des Bauhauses, wo viele andere Einflüsse noch eine große Rolle gespielt haben. Das sind zum Teil Sachen, die noch unbekannt sind, obwohl wir seit vielen Jahren immer daran arbeiten, es bekannt zu machen. Aber man muss im Grunde gegen das typische Bauhausbild anarbeiten. Anfangs wusste niemand genau, in welche Richtung die Schule sich entwickeln würde. Man bezog sich noch auf unterschiedlichste Stile, vom Expressionismus bis zur Romantik. Und man suchte, nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges, nach neuen Lebenskonzepten. Diese reichten vom Kommunismus und der Anthroposophie bis hin zu fernöstlichen Lehren. Das ist das erste Bauhaussignet. Es zeigt unter anderem das Zeichen für Yin und Yang und die Swastika. Damals, noch unbelastet, ein buddhistisch-hinduistisches Symbol für Glück.
Es waren ganz viele unterschiedliche Ideen am Anfang, Ideen, die nicht immer unbedingt miteinander dann auch zusammenpassen. Aber es gehörte einfach für diese frühe Phase dazu, vieles auszuprobieren und damit auch eine gewisse Offenheit. Und Gropius hat es zunächst auch alles sehr zugelassen. Er hatte ja einen Rahmen sozusagen gesetzt mit dem großen Manifest. Dieses Manifest verkündete den Aufbruch in die Zukunft. Die Entschlossenheit am Aufbau einer neuen, besseren Welt mitzumachen. Mit einer neuen künstlerischen Gestaltung. Zugänglich für alle. Diese sollte Handwerk und Kunst vereinen und alles zu einem zusammenführen. Architektur, Plastik und Malerei. Der Turm des Feuers war für die Schule ein programmatisches Werk. Es ist sozusagen die Verbildlichung der Bauhausidee, des Bauhausprogramms und des Manifests von Walter Gropius. Es zeigt die Wiedervereinigung aller künstlerischen Disziplinen am Bau. Es zeigt das Zusammenwirken aller künstlerischen Disziplinen an einem Objekt. Und es ist wahrscheinlich die erste Lichtraum-Klangplastik der Welt. Und wir sehen zugleich in den Glasfenstern, in den Glasfeldern, eine der Farbenlehren des Bauhauses, eben die zum ersten Mal in Glas und dreidimensional ausgeführte Farbenkugel, den Farbenkreis von Johannes Itten. Seine Farbenlehre entwickelte Johannes Itten für praktische Zwecke. Die Studenten sollten das Wirken und Zusammenspiel der Farben besser verstehen können. Mit seinem Stern arbeitete Itten im Unterricht. Damals war das Unterrichtssystem die größte Innovation des Bauhaus. Denn die Schule brach knallhart mit den klassischen Akademien. Sie etablierte eine neue Kunstausbildung, auf deren Grundlagen bis heute die meisten Kunstschulen aufgebaut sind. Am Bauhaus wurde praxisorientiert unterrichtet. In Werkstätten für Möbel, Glas, Keramik, Metall, Plastik, Textil. Doch bevor die Studenten in eine bestimmte Werkstatt kamen, besuchten alle zusammen den obligatorischen Vorkurs. Eingeführt hatte diesen Johannes Itten. Das ganze Ausbildungssystem des Bauhauses wurde von ihm am stärksten geprägt. Er war eben der Cheflehrer. Er hat fast alle pädagogischen Aufgaben in einer Person vereint. Wenn man so etwas vereinfacht sagen will, Gropius hat die Gesamtregie gehabt und hat den Außenkampf geführt mit Ministerien, mit Feinden des Bauhauses etc. etc. Und Itten hat in den ersten zwei Aufbaujahren nicht nur diesen Vorkurs etabliert, also eine wirkliche Basisausbildung von revolutionärer Wucht regelrecht, sondern hat auch alle Werkstätten aufgebaut. Anfangs leitete Itten auch fast alle Werkstätten. Den Vorkurs unterrichtete er zuerst alleine. Dieser fand in Ittens Atelier statt. Was heute eine Ruine ist, war damals ein Parkpavillon. Darin befand sich, so wird man heute sagen, ein Kreativitätslabor. Der Tag begann mit Körper- und Atemübungen. Sie sollten die Studierenden für den Unterricht fit machen. Geist und Körper, meinte Itten, sind untrennbar. Was machen die denn da? Was soll denn das? Keine Ahnung. Zum Unterricht gehörten unterschiedliche Aufgaben, auch das Aktmalen. Neu war, das Modell bewegte sich. Du musst nur Empfindungen wiedergeben, Bewegungen und Rhythmus erfassen. Nicht überlegen, ganz schnell. Der Clou bei Itten war, er sagte den Studenten nie, wie etwas am Schluss aussehen sollte. Es ging ihm um das Wecken des kreativen Geistes. So schickte Itten die Studenten hinaus auf die Straßen, um Gegenstände zu sammeln, aus denen sie später Objekte bauen sollten. Was kann
Das sind Dosen? Ja, Dosen. Es ist seltsam, weil es klar gefundene Objekte sind. Eine Mischung aus Skulptur und Architektur. Ich mag die Linien. Es ist dieses Nachkriegszeit-Ding, wo alles zum Himmel hinstrebte. Optimistisch. Ich bin in der Glasgow School of Art, einer der besten Kunstschulen der Welt. Die Dozenten Anna Gordon und Jonathan Boyd schauen sich Arbeiten der Vorkursstudenten von Johannes Eaton an. Interessant, das Schwere unten und das Leichte, die Federn oben. Es ist auch risikofreudig. Teste die Grenzen aus, ein bisschen. Du bleibst nicht bei dem, was du kennst. Mutig. Solche Aufgaben waren damals etwas völlig Neuartiges. Dabei ging es Eaton darum, die Materialien kennenzulernen, um die Erarbeitung neuer Darstellungsmittel und vor allem um die Erweiterung des Denkens, wie er das nannte. Das ist etwas, was man im Vorkurs heute pflegt. Geh raus in die Welt und finde Kontraste, mach eine Materialstudie. Das könnte sowas sein, aus einem Vorkurs von heute. Wie in vielen modernen Kunstschulen ist der Vorkurs auch in der Glasgow School of Art ein obligatorischer Teil des Ausbildungsprogramms. 100 Jahre später sind die konkreten Aufgaben meist anders. Doch die Zielsetzung des Vorkurses ist noch dieselbe, wie Eaton sie formuliert hat. Hier in dieser Schule fing einst, als Student, Jonathan Boyd an. Ich kann mich erinnern an mein erstes Jahr als Vorkursstudent. Ich habe mich sehr jung gefühlt und unerfahren. Einfach ein bisschen verwirrt von allem und aufgeregt und überwältigt. Man kommt von einem Schulsystem in Schottland, weil es sehr strikt ist und mit Prüfungen. Und plötzlich sagen die Leute, es geht um dich. Und wer bist du? Und was meinst du? Niemand hat mir zuvor diese Fragen gestellt. Ich war ein bisschen überwältigt. Gerade darin sah Eaton die wichtigste Aufgabe des Vorkurses. Den Studenten zu helfen, sich selbst zu finden. Zuerst die Menschenbildung, dann die Ausbildung war sein Credo. Das Entscheidende in der Kunst sind nicht die Ausdrucks- und Darstellungsmittel, sondern der Mensch mit seinem Charakter und Menschsein. Das war die Abschlussausstellung des Vorkurses 2018. Erst nach dem Vorkurs entscheidet sich definitiv, in welchem Fach die Studierenden weitermachen. Diese Regel führte Eaton am Bauhaus Weimar ein. Schon nach wenigen Jahren wurde das Bauhaus in ganz Europa berühmt. Eaton holte Paul Klee, Kandinsky kam und andere neue Lehrer. Nicht mit allen lag Eaton auf der gleichen Wellenlänge. Das sah man schon an den Kleidern. Zuerst unterrichtete Johannes Eaton in einer Art Malerkluft. Später in dieser Kutte, die viele Studenten kopierten. Sie wurde als Bauhauskutte bekannt. Voilà! Die Replik der Kutte befindet sich heute im Kunstmuseum Bern. Es ist eine Fantasieuniform, aber sie ist inspiriert von spirituellen Gewändern. Es hat gleichzeitig etwas von einem Priestergewand, wie wir es aus dem asiatischen Raum kennen. Die Brosche, sie ist europäisch, aber sie tut ein bisschen asiatisch, ein bisschen buddhistisch von der Art, wie sie gestaltet ist. Man muss sich den ganzen Style dazu vorstellen. Er hat immer kahl geschorenen Schädel gehabt in diesen Bauhausjahren. Dazu dieses uniform mönchsähnliche Gewand und diese edle Betonung der zentralen Achse. Das passt schon sehr gut zusammen. Ich bin zu der Einsicht gekommen, schrieb Eaton nach dem Ersten Weltkrieg, dass wir an einem kritischen Punkt unserer wissenschaftlich-technischen Zivilisation angekommen waren. Den Ausweg sah er in der Verbindung westlichen Denkens mit östlichen religiösen Praktiken, wie etwa in Mastersnan, einer der Lebensreformbewegungen, die an Zoroastrismus angelehnt war. Während der Bauhauszeit wurde Eaton zu dessen Anhänger. Seine Körper- und Atemübungen haben hier ihren Ursprung. Später wurde Eaton wegen Mastersnan stark kritisiert. Denn sie enthielt, wie viele spirituelle Lehren jener Zeit, die Idee der Überlegenheit der Arier.
Doch damals erregte das noch keinen großen Anstoß in der breiten Öffentlichkeit. In der Zeit gibt es natürlich noch kein Bewusstsein von der großen zivilisatorischen Katastrophe des Holocaust. Das heißt, es gibt noch keine fundamentale Kritik an Überlegungen zu europäischer Überlegenheit. Wir kommen aus dem Zeitalter des Kolonialismus. Die Überlegenheit Europas ist eigentlich noch gegeben. Und ein Ideal von einer gleichwertigen Weltgesellschaft, die ist noch gar nicht, das ist noch gar nicht entstanden. Durch Itten wurden viele Bauhäusler zu Anhängern von Mastersnahn. Das führte zu Spannungen mit anderen Gruppen im Bauhaus. Und es kam auch zu persönlichen Konflikten zwischen Itten und anderen Lehrern. Anfang der 20er Jahre bekommt das Bauhaus ein neues Signet und es bricht eine Kontroverse aus. Welche Art von Künstlern soll in Zukunft ausgebildet werden? Sollen diese Künstler künftig Führungspersonen für die Industrie im Designbereich, im Gestaltungsbereich wahrnehmen? Sollen sie also wirklich Verantwortung für eine moderne gesellschaftliche Entwicklung tragen oder sollen sie doch individuelle Künstler sein, die mehr oder weniger in ihren Ateliers als freie Künstler arbeiten? Walter Gropius hatte inzwischen seine Vision vom Bauhaus formuliert. Sein Motto: die Einheit von Kunst und Technik. Studenten fit machen für die Industrie. Sie sollten Prototypen entwerfen für die Massenproduktion. Itten aber gehörte zu den Kritikern der Industrialisierung. Anstatt, so meinte er, die Fühlung mit der Industrie zu suchen, sollte man in vollkommenem Gegensatz zur wirtschaftlichen Außenwelt individuelle Einzelarbeit leisten. So wie mit diesem sogenannten afrikanischen Thron, der 1921 in der von Itten geleiteten Möbelwerkstatt entstand. Komplett handgemacht von Gunter Stölzel und Marcel Breuer. 5 Jahre später wird Marcel Breuer diesen Bauhaus-Klassiker entwerfen, der bis heute produziert wird. Die Ideen von Gropius haben also gesiegt. Das Bauhaus wird zur Wiege des industriellen Designs. Und Johannes Itten verlässt 1923 die Schule. So hat auch der Turm des Feuers nie seine endgültige Gestalt bekommen. Ihn hatte Itten nämlich als Modell für ein viel größeres Nutzobjekt gedacht, für einen Signalturm am Flughafen. Vielleicht hatte er sogar Weimar im Sinn, das damals als Sitz des deutschen Parlaments für Kurierdienste einen Flughafen hatte. Nach dem Bruch mit dem Bauhaus sucht Johannes Itten für sich nach neuen Wegen. Er geht in die Schweiz zurück, wo er herkam. Johannes Itten wurde 1888 in Süderen Linden geboren, einem kleinen Dorf im Berner Oberland. Als er 4 war, starb sein Vater, ein Bergbauer und Primarlehrer. Die Mutter heiratete wieder einen Bauern. Die Familie bekam weitere Kinder. 10 wurden es insgesamt. Für den ältesten Johannes war harte Arbeit angesagt. Aufstehen bei Sonnenaufgang, tagelang allein Ziegen hüten, abends Kühe eintreiben, Stallmisten, melken, mähen. Ich war sehnig, stark und eigensinnig, wie ein junger Stier. Ohne Liebe und Güte aufgewachsen, denn die Mutter musste arbeiten bis zur Erschöpfung. Ziegen und Kühe liebten mich, schreibt Itten in seinen Erinnerungen. Es gab trotz allem viele glückliche Momente, vor allem mit anderen Kindern. Wir jodelten dreistimmig und weckten das Bergecho oder wagten einen Hosenlupf. Mit 10 Jahren kam Johannes ins naheliegende Thun zu seinem Onkel, damit er eine richtige Schule besuchen konnte. Er sollte später, wie die Familie es wünschte, Lehrer werden. Der Onkel war Notar und Gemeindepräsident.
Bei ihm im Haus neben dem Schloss wohnte Johannes und war nicht glücklich hier. Wie ein verschupfter Bub wohnte ich, aß meistens in der Küche. Niemand war freundlich zu mir. Ich war arm und konnte mein Können und meine Kraft nirgends anbringen. Die Rettung waren die Ferien in den Bergen. Hier spürte Johannes zum ersten Mal den Wunsch zu malen. Mit dem ersten selbstverdienten Geld kaufte er sich einen Malkasten. Schön, sehr schön waren die Berge in der Morgensonne oder Abendsonne und ganz besonders bei Föhnwetter. Unbeschreiblich herrliche Föhnstimmungen brachten mein Gemüt in Aufruhr und ich machte meine ersten Malversuche. Schön waren die starken Sommergewitter. Stundenlang drückte ich meine Nase an die Fensterscheibe. Die entfesselte Gewalt der Naturkraft erschütterte mich und tat wohl. Das war eine Augen- und Ohrenmusik, die mir gefiel. Das alles versuchte Johannes mit Farbe aufs Papier zu bringen. Doch das Malen wurde ihm von den Verwandten verboten. Es hieß, das sei unnütz. Und die Möbelentwürfe. Ich bin an der Universität Regensburg. Hier arbeitet Professor Christoph Wagner an einem Werkverzeichnis von Johannes Itten. Ja. Aber so langsam lichtet sich alles. Ittens künstlerischer Nachlass zählt rund 2500 Werke. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Textilarbeiten, theoretische Texte. Ja, aber das ist sehr schön geworden. Man sieht dann also wirklich im Detail. Doch bis Johannes Itten Künstler wurde, war es ein langer Weg. Als erstes ließ er sich in Bern zum Primarlehrer ausbilden, lernte hier auch die Reformpädagogik kennen, die ihn beflügelte. Und er begann ernsthaft zu malen. Nach kurzer Arbeit als Lehrer hängte er den Beruf an den Nagel und begann ein Studium an der Kunstakademie in Genf. Doch hier war er vom Unterricht völlig enttäuscht. Vom ewigen Kopieren der Vorbilder, von den Anweisungen der Professoren, wie es genau sein sollte. Das ist ein Semesterzeugnis von Johannes Itten. Ich zeichnete nach Gips. Erinnerte er sich später. Ein ordinärer Gipsesel sollte mir Wesentliches enthüllen. Für den Moment muss es Gips sein, dozierte der Professor. Nur Gips. Und messen Sie richtig. Er brach das Kunststudium ab. Wieder in Bern studierte er, um Sekundarlehrer zu werden. Aber bald nach dem Staatsexamen wusste er doch, er konnte nur Künstler sein. Das ist vielleicht eine der entscheidenden Triebfedern von Johannes Itten gewesen, eine große Energie, sozusagen auch einen inneren Weg für sich zu suchen und zu finden. Und so hat er mehrfach Dinge auch hinter sich gelassen. Itten geht jetzt nach Stuttgart an die Kunstakademie zu Adolf Hölzel, einem der Wegbereiter der Moderne. Seine Neuerungen, auch in der Kunstausbildung, werden für Johannes Itten später zum Ausgangspunkt. In Stuttgart spielt Itten leidenschaftlich Klavier, überlegt Musiker zu werden. Doch vor allem malt er viel, probiert neue Stile aus. Neben dem Malen beginnt Itten, selbst noch Student, Privatunterricht zu geben. Nach einem eigenen, neuen Prinzip. Und er hat so viel Erfolg, dass er die Einladung bekommt, eine eigene Kunstschule in Wien zu eröffnen. 1916 geht er mit 27 Jahren in die Kunstmetropole Wien.
Johannes Itten war in Wien in einer besonderen Weise gefördert unterwegs. Und er ist ja von einer Stuttgarter Kommilitonin nach Wien geholt worden, die sehr gut vernetzt war und ihn dort in die Salons und Bildungszirkel eingeführt hat, sodass Johannes Itten in Wien in kürzester Zeit etwas erlebt hat, was er zuvor noch niemals in der Form erleben konnte, nämlich dass er mit Architekten, mit Komponisten, mit Philosophen, mit Kunsthistorikern und in Berührung kam. Itten malt jetzt vorwiegend abstrakte Bilder. Die abstrakte Kunst ist in diesen Jahren gerade am Entstehen. Und Johannes Itten gehört zu den Ersten, zu den Pionieren der abstrakten Malerei. Neben dem Malen unterrichtet Itten weiterhin. Seine Schule in diesem Dachgeschoss wird immer populärer. Alma Mahler, zu deren Kreis Itten gehört, interessiert sich sehr für seine neuen Unterrichtsmethoden und macht Johannes Itten mit ihrem Ehemann Walter Gropius bekannt. Er lädt Itten in die neu gegründete Schule Bauhaus ein. Und so geht Itten 1919 zusammen mit seiner Frau Hildegard, die er kurz zuvor geheiratet hat, nach Weimar. 15 Studenten folgen ihm. Aber nach seinen 3,5 erfolgreichen Jahren verlässt Johannes Itten das Bauhaus, sein Atelier im Park und zieht zurück in die Schweiz. Hier versucht er, das Leben eines Aussteigers zu führen, in einer Mastersnan-Gemeinde am Zürichsee. Doch nach einiger Zeit versteht er, dies ist kein Ort für ihn. Er bricht wieder auf, beginnt wieder etwas Neues. Er geht nach Berlin. 1926 gründet er hier eine eigene Kunstschule im Stadtteil Wilmersdorf. Für sie wird ein neues Haus gebaut. Johannes Itten entscheidet sich für ein radikal modernes Projekt im neuen Bauhausstil. Im bürgerlichen Quartier wird es zu einer Sensation. Es wird als Glaspalast von Wilmersdorf bekannt. Modern und innovativ ist auch die Schule selbst. Hier gibt es Klassen für Malen, Plastik, Architektur, für Kunstpädagogik, Reklame und für Modedesign. Jetzt ist ein pragmatischer weißer Kittel die Arbeitskleidung. Einige frühere Bauhauslehrer unterrichten hier. Und auch hier beginnt der Tag mit Atem- und Körperübungen, jetzt auf der Dachterrasse. Itten arbeitet mit Fotografen, Musikern und Tänzern zusammen. Auf der Dachterrasse der Schule finden verschiedene Performances statt. Auch diese Schule wird immer populärer. Medien berichten über sie. Und es gibt Wanderausstellungen von Hamburg über Danzig bis nach Japan, die die Schule und ihr Unterrichtskonzept vorstellen. In diesem Konzept ist die Beziehung zwischen den Studenten und dem Lehrer entscheidend. Die größte Herausforderung des Lehrers, meinte Itten, ist, die Studenten nicht nach dem eigenen Muster zu formen, ihnen nicht den eigenen Stempel aufzudrücken. Meine besten Schüler, schrieb er, sind diejenigen, die aus eigener Intuition andere neue Wege gegangen sind. Dieser Gedanke gilt auch am Royal College of Art, einem der begehrtesten Studienorte weltweit, für ein Masterstudium in Kunst. So, das ist das gleiche System, mit dem wir ein Foto zusammen machen können. Und wir bleiben beide für 10 Minuten so stehen. Also, das macht ein Bild von mir und von dir? Ja, ich will, dass die Leute mehr die Zeit genießen. Deshalb mache ich so körperbezogene Arbeiten. Der Pädagoge, meinte Itten, muss die schöpferischen Kräfte in den Studenten freisetzen können. Wir sind im Englischen sagen critical irritants. Also unsere Rolle ist einfach, die Sache kritisch zu rühren, das Ganze immer in der Bewegung zu halten, damit man auch vielleicht das, was man, dass man die Sachen wirklich von allen Seiten her sieht.
Vielleicht ist es nur eine Art Rohmaterial, mit dem du arbeitest. Aber ich würde wirklich mehr darüber nachdenken, wie sich das Material anfühlt. Also meine Rolle sehe ich weniger als Lehrer, sondern vielmehr als jemand, der Tore öffnet. Und der Student muss durch das Tor gehen. Und man spürt, etwas ist da, aber man ist nicht so sicher. Und dann das Risiko angeht und sagt, okay, jetzt gehe ich in diesen Raum. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da finde, aber gehe mal in diesen Raum. Don't you think it works better as an object like this? Solche Unterrichtskonzepte sind heute für die Kunstpädagogik eher üblich. Zu Ittens Zeiten waren sie bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Doch der Erfolg der Schule bringt Itten einen Namen. Und so wird er gefragt, die staatliche Textilschule in Krefeld aufzubauen, die er dann 6 Jahre leitet. Dort lernt er die Studentin Anneliese Schlösser kennen. Es entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Seine Ehe geht zu Bruch. Johannes Itten pendelt zwischen Berlin und Krefeld, fährt selber Auto, lebt in rasendem Tempo. Er unterrichtet, malt, entwirft Möbel, gestaltet Innenräume, wie in der Konditorei Hammer. Dabei bleibt die Schule in Berlin sein Herzstück. Doch in Deutschland kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Und zu deren Kunstvorstellungen passt die Itten-Schule nicht. Dazu waren viele Studenten jüdischer Herkunft. Viele flohen, einer nach dem anderen, ins Ausland. Die schönen Zeiten auf der Dachterrasse sind vorbei. Dieses Gemälde, Vögel am Meer, malt Johannes Itten 1935 in zwiespältiger Stimmung. Weil ich froh bin, schreibt er im Tagebuch, für jeden, der entfliehen konnte, und traurig bin um jeden, der nicht mehr bei uns ist. Die Itten-Schule Berlin wäre bis heute vermutlich eine höchst lebendige Institution, wenn nicht eben das Drama der nationalsozialistischen Diktatur all diesen Entwicklungen ein Ende gesetzt hätte. 1934 wurde die Schule geschlossen. Das Gebäude der Itten-Schule sieht heute zum Teil anders aus. Im Krieg beschädigt, wurde es umgebaut. Heute sind darin Wohnungen, Büros, ein Laden und ein Dentallabor. Als ich mit den heutigen Hausbesitzern, Thomas und Sabine Matern, Kontakt aufnehme, stellt sich heraus, dass sie zusammen mit dem Architekten Bernward Derksen bereits seit einigen Jahren überlegen, wie man der Itten-Schule gedenken könnte. Sabine Matern, die auch einst Kunst studiert hat, hat in Eigenregie sogar schon einen Anfang gemacht. Tja, da sind wir, der schöne Fahrstuhl. Hier ist der Meister selbst. Hier ist auch nochmal seine Vita und hier ist eine Ansicht vom Haus aus der ersten Phase. Hier vorne in diesem Glassegment, da lief der Fahrstuhl, in dem wir uns heute befinden. Hier unten ist zum Beispiel ganz interessant ein japanischer Lehrer, den hatte er sich eingeladen sozusagen, weil er mit seiner Philosophie da so eine sehr affin war. Und hier ist ganz wichtig die Farblehre, die ist ja phänomenal und bis heute gültig für jeden, für alle, für mich als Kunststudent hat es auch mein Leben geprägt, ehrlich gesagt. Dieser Fahrstuhl ist bis jetzt die einzige Gedenkstätte für Johannes Itten. . 1938 wird Itten auch von der Schule in Krefeld entlassen. Seine Bilder werden in der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt. Er zieht nach Holland. Er hat alles verloren. Und sich auch von seiner Frau und dem kleinen Sohn getrennt. In dieser Zeit beauftragt das Amsterdamer Stedelijk Museum Itten, eine Stoffabdeckung für das Treppenhaus zu entwerfen. Es entsteht ein sogenanntes Velum, das zur wichtigsten Textilarbeit Itens wird. Wieder ein Neuanfang. 1938 heiratet Itten Anneliese Schlösser und übersiedelt nach Zürich,
wo er für viele Jahre zum Direktor der Kunstgewerbeschule und des Kunstgewerbemuseums wird. Bald malte in der Schweiz dieses Ölgemälde, die Tellenwacht. Wenn man das Velum neben den Tell hängt, dann ist das fast nicht begreifbar, dass der gleiche Künstler das gemacht hat. Ein riesengroßes Velum aus abstrakten Formen, wunderschön. Diese freien, poetisch-lyrischen Farbformen in einem schwebenden Raum, kommt in die Schweiz zurück und reagiert hier auf die Situation, die er vorfindet, mit diesem monumentalen Wilhelm Tell-Bild, das allgemein verständlich ist, mit dem er sich aber auch zur Schweiz bekennt, von Deutschland abgrenzt. Also das ist nur möglich, indem er hier eine realistische Bildsprache reaktiviert. Das ganz Erstaunliche bei Johannes Itten ist eben die Art und Weise, wie er Stile eingesetzt hat. Aber denken Sie an die Postmoderne, da ist die Haltung das Wichtige, die ein Künstler einnimmt. Und das Werk kann in ganz unterschiedlichen Medien, in ganz widersprüchlichen Techniken realisiert sein. Diese Brüche sind dann eigentlich künstlerische Strategie. Doch zum Malen kommt Johannes Itten in Zürich erst einmal nicht viel. Denn die meiste Zeit verbringt er hier im Kunstgewerbemuseum und in der Kunstgewerbeschule. Später wird er zusätzlich Direktor der Textilfachschule Zürich. In beiden Schulen unterrichtet er auch. So hat Johannes Itten ausgeschaut, wie wir bei ihm unterrichtet wurden. Da lächelt er sogar, so halbwegs. Ja. Er war eine faszinierende Person. Deswegen habe ich auch alle Zeitungsausschnitte, wann wieder eine Ausstellungsbesprechung war oder sonst was, habe ich das gesammelt. Helena Helbling war in den 50er Jahren Studentin bei Itten, arbeitete später als Kostümbildnerin an Theater- und Opernhäusern. Sie erzählt mir von einer Aufgabe Itens an die Studenten, bei der sie ihre eigenen Lieblingsfarbakkorde malen sollen. Blau war seine Lieblingsfarbe. Und wenn jemand dachte, ich bin ja schlau, ich mache das in Blautönen, das gefällt ihm sicher, dann wurde er ganz unglaublich hassig. Das durfte man nicht. Weil er war jemand, der uns gelehrt hat, eigenständig zu sein. Das war sein, also das glaube ich, war sein Ziel überhaupt. Also er wollte keine Nachahmer. Er wollte Eigenständige, auch wenn man dann mal gemault hat, wenn einem nicht was gepasst hat. Das hat er eher akzeptiert als Ja-Sager. Er konnte auch ziemlich rabauzig sein. Also das war, ja doch, das ging auch. Ja. Silva Preis-Bodmer ist Künstlerin. Sie studierte bei Johannes Itten in den 40er Jahren. Er hat sehr viel gehalten. Von Disziplin. Er wollte Disziplin. Und wie, also ich sowieso, ich war nicht sehr diszipliniert. Ich war ein bisschen ein Enfant terrible. Er hat mich eben immer zitiert in seinem Büro. Wenn schön Wetter war, dann war ich eben lieber im Wellenbad als in der. Und das hat er nicht so sehr geschätzt. Er hat immer gesagt, Fräulein Bomber, Sie sind eine gute Schülerin, aber so geht es nicht, Sie müssen Disziplin lernen. Dann hat er eben diesen Satz gesagt, Fräulein Bomber, der muss Lehrer schaffen, der muss Lehrer schaffen. Das war aber ernst. Da musste ich 6 Monate oder ein Jahr in eine Schneiderlehre, so wie ein Lehrmädchen. Das war hart. Dann hat er mich wieder genommen. Also er war einfach mit mir, war er wunderbar. Er hat sich sehr um mich gekümmert. Was will man mehr? Er hat sich sehr liebevoll um mich gekümmert. Silva Preis-Bodmer traf ich wieder in der Ausstellung über Johannes Itten, die im Frühling 2018 in Zürich stattfand. Christoph Wagner hat sie konzipiert.
Hier sind die Originalschriften und Skizzen zur Farbtheorie ausgestellt, die Johannes Itten seit dem Bauhaus immer weiterentwickelte und die in Zürich ihre endgültige Form bekam. Ihr Kern sind die Lehre über Farbkontraste und ein zwölfteiliger Farbkreis. Sie sind im Buch Kunst der Farbe zusammengefasst, das inzwischen in viele Weltsprachen übersetzt ist. In der Ausstellung finde ich auch Bücher, mit denen ich hier nicht gerechnet hätte. Zahlreiche Farb-, Stil- und Make-up-Beratungen, wie etwa Color Me Beautiful, stützen sich nämlich ebenfalls auf Itens Theorien. Und zwar auf die Farbentypenlehre. Diese Lehre führte Johannes Itten bei den Studenten ein, indem er sie im Klassenraum ihre subjektiven Farbakkorde malen ließ. Einfach alle Farben, die einem so gefallen, in dieses Schachbrett reintun. Und dann ist er verschwunden. Er sagt, er kommt dann wieder mal. Und er klopft an und dann sollen wir alle die Farbakkorde auf den Boden legen. Das haben wir dann auch gemacht. Da kam er wieder und hat so rumgeschaut und so und hat also eigentlich fast alle zuordnen können. Das haben sie gemacht. Das ist doch ihr. Das kann nur sie sein und so. Da war vielleicht einer oder zwei darunter, die er nicht zuordnen konnte. Das kennen wir aus unserer Erfahrung, Alterserfahrung, glaube ich, sehr gut. Wir merken, dass bestimmte Dinge uns nicht gut zu Gesicht stehen und andere Dinge uns besser zu Gesicht stehen. Und diese Überlegung hat Itten gewissermaßen in eine Ordnung, in eine Typologie zu bringen versucht. Aber er ist noch einen Schritt weiter gegangen, indem er gesagt hat, es ist nicht nur sozusagen eine bestimmte Farbigkeit, die besonders gut zu bestimmten Menschen passt, sondern er sagte, bestimmte Menschen fühlen sich auch zu einem bestimmten Farbklang gerne hingezogen. Und da hat er das Modell der vier Jahreszeiten gewählt. Das haben Sie alle vor Augen. Darin liegt übrigens der Reiz dieses Modells. Die Zuordnung der Grundtypen nach Jahreszeiten ist die Theorie Itens, die heute wohl einem breiten Publikum am bekanntesten ist. Die 40er Jahre sind für Johannes Itten eine sehr glückliche Zeit. Er wird wieder Vater von drei Kindern. Seine Frau Anneliese kümmert sich nicht nur um die Familie, sie ist auch Künstlerin, unterrichtet an der Textilschule und hilft ihrem Mann bei allem, was er beruflich macht. Und Johannes Itten macht so viele Dinge gleichzeitig, dass er von Freunden dieser Montage eines vielhändigen Buddhas geschenkt bekommt. Mit 61 übernimmt Itten zusätzlich noch eine weitere Aufgabe. Die Stadt Zürich beauftragt ihn, ein ganzes Museum von Null aufzubauen. Das Rietberg-Museum für nichteuropäische Kunst. Das erste Museum, dessen Dauerausstellung nicht nach dem anthropologischen, sondern nach dem künstlerischen Prinzip gestaltet wurde. Nach der Idee Ars Una, bei der jede Kunst gleichwertig behandelt wird. Das war die Idee von Eduard von der Heydt, dem damaligen Besitzer des Monte Verità. Er schenkte der Stadt Zürich seine Sammlung der nichteuropäischen Kunst, die in der neu gekauften Villa Wesendonck untergebracht werden sollte. Drei Jahre lang leitete Itten den Umbau. Er kümmerte sich auch um die Sammlung von der Heydt, die während des Krieges in verschiedenen Ländern aufbewahrt worden war. Johannes Itten schaffte es, alles nach Zürich zu holen.
außer einem Teil, der sich in Berlin, in der sowjetischen Besatzungszone, befand. Die Behörden weigerten sich, die Werke zurückzugeben. Und da hatte Johannes Itten eine Idee. Er hatte nämlich erfahren, dass der Besitzer der Wohnung, wo Lenin in Zürich während der Emigration lebte, gestorben war. Bei den Nachkommen kaufte er einige Gegenstände, die Lenin selbst benutzt haben sollte, und bot sie zum Tausch gegen die Sammlung an und bekam einen positiven Bescheid. Es gab dann eine feierliche Übergabe. Er hat eigens noch eine schöne Kiste machen lassen, mit Samt ausgeschlagen, um diese Utensilien da schön zu präsentieren. Es gab diesen Austausch und man hat die Objekte verladen. Und er ist dann zurück in einem, so wie es heißt, ohne Halt von Berlin nach Zürich in dieser Zeit oder über die Grenzen und so. Und ist dann hier angekommen und so ist es ihm gelungen, diese Sammlung chinesische Kunst aus der Sammlung von der Haidt von Berlin nach Zürich zu bringen. Die internationale Presse, vom Deutschen Stern bis zum amerikanischen Life-Magazin, berichtete über diesen Tausch. Heute kann man diese Kunstwerke im Schaudepot des Riedberg-Museums anschauen. Für mich persönlich ist diese Geschichte doppelt interessant. Ich bin in Moskau aufgewachsen, kannte vom Lenin-Museum am Roten Platz das Frühstücksgeschirr und wunderte mich schon immer über die besondere Liebe Lenins zu seinem Brotmesser und seinem Teesieb und dass er in der revolutionären Turbulenz daran gedacht hatte, sie in Zürich einzupacken. Jetzt weiß ich, dass hinter diesen Moskauer Exponaten Johannes Itten steckt. ...1952 wurde das Museum Riedberg eröffnet. Baron von der Haidt begrüßte die Gäste. Während der Betreuer des neuen Museums, Direktor Itten, die Eingeladenen auf besondere Kostbarkeiten hinwies. Das Zeichnen und Malen war das Einzige, was bei Johannes Itten in diesen Jahren zu kurz kam. Er vermisste es sehr. In seinen Tagebüchern schrieb er, irgendwann wolle er nur noch Künstler sein. Das machte er auch. Er ließ sich nach und nach von all seinen Ämtern pensionieren und kaufte sich am Rande Zürichs ein kleines Haus als Atelier. Über 10 Jahre kommt Itten praktisch jeden Tag hierher, das letzte Stück immer zu Fuß. Er ist um die 70 und nicht mehr ganz gesund. Noch heute ist das Atelier im Besitz der Familie. Johannes Ittens Sohn Klaus zeigt es mir. Hier ist fast alles noch wie zu Ittens Lebzeiten. Hier stehen noch seine Farbpigmente, die er selber gemischt hat. Bei gutem Wetter sieht man bis zu den entlegenen Bergen. Sogar zu Ittens Bergen im Berner Oberland. Hier konnte er an der Natur tanken, um sich konzentrieren zu können. Die absolute Ruhe hier, mal Kuhglocken oder so. Das waren eben für ihn wichtige Lebewesen, die er gekannt hatte als Kind. Er hat mit ihnen gesprochen und versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber das war ein natürliches Verhalten. Er hat jede Kuh gestreichelt. Die hat er bei den Hörnern gepackt, wenn er konnte. Im Atelier besuchen ihn manchmal seine früheren Kollegen und Studenten aus Wien, Berlin und aus der Bauhauszeit. Inzwischen leben sie in unterschiedlichen Ländern verstreut. Doch sie pflegen zu ihrem Lehrer Kontakt, rufen an, schreiben Briefe. Auch seine Kinder sind manchmal im Atelier. Ich erinnere mich natürlich an die schönen, wunderschönen Zeiten. Zum Beispiel hat er mit uns Fußball gespielt.
Und da war er Familienmensch, aber genau genommen wollte er eben doch an seinen Theorien hängen und darüber nachdenken und schreiben und malen vor allem. Und das konnte er eben nach der Pensionierung, und da hat er sich sehr darüber gefreut und hat das auch durchgezogen. Und er wusste, dass die Kräfte schwinden, und da wollte er einfach noch viel erreichen. Er hat noch auf dem Sterbebett gesagt, jetzt weiß ich, wie ich malen muss. Hier entsteht das ganze Spätwerk von Johannes Itten. Beinahe 600 Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen. In den letzten Jahren erlebt Johannes Itten seine größten Erfolge. 1966 vertritt er an der Biennale in Venedig die Schweiz. In den 60er Jahren publiziert Itten mehrere Bücher, in denen er seine theoretischen und pädagogischen Ideen zusammenfasst. Mein Vorkurs im Bauhaus stößt auf großes Interesse. Bereits seit den 40er Jahren wird das Bauhaus und sein Ausbildungssystem neu entdeckt. Viele Kunstschulen in der ganzen Welt nehmen den obligatorischen Vorkurs ins Programm auf. Den größten Erfolg aber erlebte Johannes Itten mit seiner Farblehre. Diese wird bis heute in vielen Sprachen immer wieder neu aufgelegt und ist unter zahlreichen Farbtheorien eine der populärsten. Etwas Wichtiges, was ich persönlich von Ittens Theorie gelernt habe: jede Theorie hat ihre Grenzen. In dem Augenblick, schrieb er, da ich über Farbe nachdenke, Begriffe bilde, Sätze setze, zerfällt ihr Duft. Und ich halte nur ihren Körper in den Händen. Das urtümliche Wesen der Farbe ist ein traumhaftes Klingen, ist Musik gewordenes Licht. Johannes Itten starb 1967 mit 78 Jahren. I used to be colorblind, but I met you, and now I find there's green. There's gold in the moon, there's blue in the skies. I never knew there was such lovely colors. And the big surprise is the red in your cheeks, the gold in your hair, the blue in your eyes. I used to be colorblind.